Herzlich willkommen bei Mürztal aktuell am Montag. Start in eine neue Arbeitswoche und das bei Prachtwetter. Sportlich war das vergangene Wochenende zweigeteilt. Während die Handballer der ECE Puls am Samstag in Ferlach mit 22:30 verloren und mit 2 Punkten auf Platz 7 in der Tabelle liegen, mussten auch die Basketballer gegen Tabellenführer Vienna mit 79:82 knapp, aber doch die Segel streichen. Handfeste Überraschungen gab es bei den Eishacklern der ECE Puls und bei den Kapfenberger Fußballern. Im Eishockey siegten nämlich die Bullen im ersten Halbfinale auswärts gegen Kitzbühel klar mit 7:2 und können am Samstag mit einem Sieg um 19 Uhr bereits ins Finale der Nationalen Hockeyliga einziehen. Und ein kräftiges Lebenszeichen gab es auch von den Falken. Die Kapfenberger besiegen den Tabellenzweiten St. Pölten auswärts klar mit 7:1. Das ist Labsal auf die im Herbst strapazierten Nerven der KSV 1919. Weg vom Sport, eine sehenswerte Trophäenausstellung der Jägerschaft hat es am vergangenen Wochenende in der Forstschule in Bruck an der Mur gegeben. Die Jägerschaft des Bezirkes Bruck hat am Wochenende zu einer Trophäenschau in die Forstschule geladen. Insgesamt 1577 Trophäen aus dem Jagdjahr 2012-2013 konnten die Besucher bestaunen. Ja, das stimmt. Wir haben heute die Trophäenschau aus dem Gerichtsbezirk Bruck an der Mur. Das heißt, dieser Gerichtsbezirk beginnt in Röttelstein, nördlich von Röttelstein, endet am Seeberg in einer Gesamtgröße von etwa 83.000. 1000 Hektar und die Trophäen, die in diesem Bezirk erlegt worden sind, sind heute ausgestellt. Das sind über 1100 Trophäen. Das meiste davon sind natürlich Rehtrophäen, aber Sie haben schon gesehen beim Umschauen, wir haben nicht nur Rehe, wir haben auch Hirsche hier im Bezirk und wir haben Hornträger, sprich Steinwild, Gamswild und vor allem auch Muffelwild. Also der Bezirk Bruck an der Mur ist gekennzeichnet durch den Wildartenreichtum, der ganz, ganz selten in einem ähnlichen Zustand vorkommt. Was Sie interessieren wird, einige Ausstellungen, Stücke haben wir auch vom Schwarzwild hier, diese Reißzähne, Eckzähne und die, man nennt sie in der Fachsprache Hauer und Haderer. Vom Schwarzwild wird ja auch als Trophäe der Jäger gesehen und solche sind auch ausgestellt. Und das Schwarzwild spielt keine unbedeutende Rolle in Bruck an der Mur. Tierliebhaber wird es natürlich interessieren, was regelt denn jetzt den Abschuss? Den Abschuss regelt der Abschussplan. Der Abschussplan ist laut dem Jagdgesetz vorgeschrieben. Alljährlich im Frühjahr müssen die Revierinhaber ihre Wildstände bekannt geben und aufgrund des gezählten und beobachteten Wildstandes werden dann die Abschusspläne festgelegt in Höhe, Stückzahl und auch in Klassen. Während der Abschuss von Wildtieren aufgrund kaum vorhandener natürlicher Feinde für die Jäger eine Notwendigkeit ist, hat man derzeit im Bereich Hochschwab-Süd mit einem ganz anderen Problem zu kämpfen. Hier droht Rotwild zu verhungern. Ja, das stimmt. Das muss ich leider auch bedauern. Das Jagdgesetz hat vorgeschrieben in der Vergangenheit, dass du zum Betreiben einer Fütterungsanlage speziell für Rotwild eine behördliche Bewilligung brauchst. Es war aber nicht jagdgesetzlich geregelt, dass du zum Auflassen der Fütterung eine Bewilligung brauchst. Das wurde inzwischen natürlich von der Behörde, also vom Gesetzgeber geregelt. Ein Revierinhaber, vor allem das Gebiet Hochschwab-Süd im Bereich Edmissel St. Ilgen, hat ein Fütterungsbetreiber eines Großrevieres natürlich die Fütterung spontan in diesem Jagdjahr nicht mehr beschickt und dort ist jetzt Rotwild in größerer Zahl unterwegs, richtet natürlich enorme Schäden bei den Waldpflanzen an, es schält die Bäume und es verbeißt die Bäume und es droht auch in diesem Gebiet der eine oder andere Hungertod vom Wild. Das müssen wir leider bedauerlicherweise zur Kenntnis nehmen. Tut mir leid, dass es bis dato noch zu keiner Einigung gekommen ist. Bleibt zu hoffen, dass dem Rotwild schnell geholfen werden kann. Am Freitag gab es wieder die Dancing Stars im Fernsehen zu bewundern und am Samstag die Dancing Stars beim Evergreen-Abend in Kindberg. Bei Oldies und Hits aus den 60er und 70er Jahren wurde getanzt, was das Zeug hielt. Im Volkshaus Kindberg traf man sich zum Evergreen-Abend. Musik von damals präsentierten 4 bekannte Bands und es wurde ein Abend mit viel Stimmung, Tanzen und Zuhören. Wir sind die Firebirds, meine Wenigkeit, der Kurt auf den Keyboards, Karl-Heinz am Bass, Sigi an der Gitarre, der Peter am Schlagzeug und die Firebirds spielen seit
Wie lang? 73. 45 Jahre. Fast. Ungefähr. Und wir freuen uns wieder heute beim großen Evergreen-Abend in Kindberg gastieren zu dürfen. Bereits das 10. Mal. Und wir können schon kaum erwarten, bis es losgeht. Ein wunderbares kulturelles Ereignis. Endlich können wir die alten Schlager wieder hören und können uns auch vergnügen. Es sind sehr viele Gäste hier und wir freuen uns schon sehr auf die vielen Darbietungen der Bands. Die Sand ist seit den 1966er Jahren im Bezirk Bruck und darüber hinaus musikalisch sehr beliebt. Walter Stelzer auf seiner Solo-Gitarre und seiner besonderen Elvis-Hingabe sorgen stets für musikalischen Hörgenuss. Er hat überall seine Fans und ist ein echter Publikumsmitreißer. So auch in Kindberg an diesem Evergreen-Abend. Hallo liebe Freunde, ich bin Waterloo, aber ich hoffe, dass ihr kennt. Ich freue mich immer wieder in der Steiermark, vor allem Kindberg. Ich kann mich erinnern, das war 1979, war das erste Mal da. Volles Haus, tolle Stimmung. Wir sind die Jepp-Sepp-Gang aus Wartberg und sind heuer schon das dritte Mal jetzt bei dem Evergreen Dance Summit in Kindberg dabei und warten jetzt auf unseren Auftritt. MEMA TV, mehr Region, mehr Steiermark. Jetzt auch über DVB-T auf Kanal 49 UHF, Frequenz 698 MHz. MEMA TV, regionales Fernsehen, jetzt auch auf DVB-T. Wir sehen uns. Heute gab es den ganzen Tag über strahlendes Frühlingswetter. Auch die Temperaturen waren frühlingshaft bei Maximalwerten von 12 Grad. Auch morgen wird es strahlend sonnig. Es gibt nur einige Frühnebelfelder, die sich aber bald auflösen. Der Wind kommt aus Südwest und frischt etwas auf. In der Obersteiermark wird es allmählich föhnig und recht mild. Die Frühtemperaturen noch recht frisch bei minus 3 bis minus 10 Grad. Tagsüber dann frühlingshafte Werte zwischen 9 und 12 Grad. In den Föhngebieten können Werte um die 15 Grad erreicht werden. Mit diesen prachtvollen Wetteraussichten für den morgigen Dienstag wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Abend. Danke fürs Zusehen und auf Wiederschauen.